Aber wir sind da. Ach, ist das schön. Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Ja, das ist allerdings wahr. Tröstlich wirken die. Und ich kann hier auch wirklich mit Ellen mitfühlen. Wenn man sowas erlebt oder erleben würde. Ach, wie ist das schön, dann wieder ein bisschen Zivilisation auch zu erleben. Aber es sind trotzdem noch seltsame Geräusche hier. Ich nehme jetzt mal die Manuskriptseite und lese sie einfach mal. Stucky ist besessen. Stucky spuckte auf den Garagenboden und versuchte, die Spinnweben abzuschütteln. Seitdem das Paar nicht aufgetaucht war, um die Schlüssel zu holen, war alles verschwommen. Etwas, ein Gefühl ließ ihn aufmerken. Stucky blickte auf und starrte, während sein Gehirn vergeblich versuchte, den Albtraum vor ihm zu verarbeiten. Er taumelte, stieß eine Öldose um. Ein schwarzer Teich verteilte sich auf dem Boden. Nach kurzem Kampf gab er auf und das unerbittliche Dunkel verschlang ihn. Okay, das war also vielleicht die Erklärung, wie Stucky zu dem wurde, was wir gerade getötet haben. Und das klang nicht unbedingt sehr angenehm. In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ach, hier ist die Werkstatt. Ja, und das klingt natürlich ganz genauso wie in dem Skript, wo dann, na, ich ja, tritt mal einfach ein. Hier ist die Öllache, die Stucky verursacht hat. Ich schreibe. Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte. Außerhalb der Geschichte. Nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Langsam? Ich glaube, du hast schon lange Anlauf genommen und befindest dich im Sprinten, mein Freund. Voll auf Kollisionskurs mit dem Wahnsinn. Und ziehst die ganze Welt vielleicht noch mit rein. Ah, Telefon, Telefon, super. Aber natürlich, vielleicht bietet ja dieser wunderbare Shop einmal ein Plakat. 68. jährliches Hirschfest. 15. bis 18. September. Spiele und Aktionen, Tombola, Wettangeln, Kuchenwettbewerb und Überraschungswettkämpfe, Live-Musik für die Kinder Hasenzahn Charlie nachmittags und die unglaubliche Phantasmagorie von Montgomery dem Magier abends. Verpassen Sie nicht die legendäre Hirschfestparade. Ausrufezeichen! Und wir verlassen das Ganze mal. Ja, ich meinte, vielleicht hat dieser Shop nicht noch ein paar Thermosflaschen, gerade im Sonderangebot. Sieht aber doch nicht so aus. Na gut, also, wir finden jetzt hier unser Telefon und dann rufen wir auch einfach mal an. Polizeiwache Bright Falls. Aha, das ist also sie. Zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen.
Alan Wake. Tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper. Ende von Folge 1. Everything is alright. Tja, also, es tut mir leid, Leute, aber ich werde diesen Song hier wohl überspringen müssen, denn ich möchte wirklich keine Probleme mit irgendwelchen Rechten der Drittanbieter haben. Deshalb drücke ich jetzt einfach mal ganz elegant und jalant auf Eingabe und klick. Bisher bei Alan Wake. Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich habe gedacht, dass du ihr vielleicht schreiben könntest. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermisst. Alice? Ah! Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Autos. Ist da jemand? Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Sheriff Breaker brachte mich zum See, zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. Folge 2. Besessen. New York, 3 Jahre zuvor. Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Wie war es? Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest dir einen Kaffee machen. Der wärmt dich auf. Unsere Aufgabe, die Kaffeemaschine einschalten. Ja, alter Schwede, hier ist ein Sturm draußen. Ohne Ende. Wahnsinn. Ja, die Kaffeemaschine einschalten ist unsere Aufgabe, aber dieses schwere Unterfangen, das werden wir dann erst in der nächsten Aufnahme absolvieren, denke ich. Denn ich mache jetzt einmal einen kleinen Cut und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Alan Wake. Bis dann, Leute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Tschüss! Ja, willkommen, da sind wir auch schon wieder zurück bei Alan Wake und, oh Wunder, mitten in einer Folge. Ja, wie kann das denn? Das kann ich nur damit erklären, dass ich letztes Mal einige technische Schwierigkeiten hatte beim Aufnehmen, aber ich hoffe, dass es diesmal besser wird. Jawohl, und ja, wir befinden uns natürlich immer noch hier in der Wohnung von Alan Wake und seiner Frau Alice. Oh, hier ist eine Taschenlampe, aber die kann ich leider nicht mitnehmen. 3 Jahre vor diesen tragischen Ereignissen in Bright Falls. Ja, und wir sollen uns jetzt erstmal Kaffee machen. Aber ich schaue mich natürlich erstmal wieder ein klein wenig um. Hier draußen herrscht ein furchtbarer Schneesturm. Wir stehen hier schon direkt vor dem Ziel unserer Begierde. Aber erstmal habe ich natürlich eher die Gier, mich hier ein bisschen umzusehen. Es wurde ein neuer, großer Flachbildfernseher geliefert, wie es scheint. Ein Seesee-TV. Wer kennt ihn nicht? Ist voll aus Übersee. ja, hier noch ein paar Apple. Ja, Mensch, alles schon eingerichtet. Nur der schöne Fernseher fehlt. Wir haben es mitten im Winter. Da klatscht der Wind auch schon gegen die Scheibe. Aber ich kann die leider nicht aufmachen. Gut, ist ja auch gar kein Problem. Aber ist schon eine schöne Wohnung hier, muss ich ja sagen. Gefällt mir recht gut. Auch die Einrichtung. Das wird eine lange Nacht, aber diese Fotos werden wirklich großartig. Dann brauchst wohl eher du den Kaffee. Ich setze ihn auf. Ja, ach so. Scheinbar arbeitet Alice als Fotografin. Wir nehmen natürlich erstmal die Thermosflasche, da können wir dann den Kaffee auch ordentlich einfüllen. Als Fotografin scheinbar für Männermodels oder was? Ob da Alan nicht vielleicht ein bisschen neidisch wird oder eifersüchtig? Man weiß es nicht. Wir rennen erstmal gegen die Tür, um nochmal diesen wunderbaren Max Payne Sound zu hören. Komm schon, Alice, hier, zeig mal, was du da machst, ne? Du hast doch bestimmt noch ein paar obszönere Fotos gemacht, als hier schon dranhängen. Naja, okay, sie will nicht mehr mit uns reden. Ich sehe schon, die Ehe ist gescheitert. So, wir haben einfach nichts mehr miteinander zu bereden.
Oh, was ist denn hier alles? Manuskriptseite nehmen oder untersuchen? Ich schau mal ganz kurz. Alan Wake, Romane. Ah, okay, jetzt müssen wir noch selbst lesen. Ist ja wirklich schlimm. The Fall of Casey. Aha, ein Alex Casey Thriller. Also, der Fall des Casey. Die Dinge, die ich will. Alex Casey. Was ich nicht vergessen kann. Und der Return to Slender. Ich meine natürlich Return to Sender. An den Absender zurück. Alles Alex Casey Thriller. Scheinbar also eine lange Romanreihe, die er geschrieben hat. Ja, und wo kommen wir denn hier hin? Ja, nehmen wir natürlich mal die Manuskriptseite. Mal lesen. The Sudden Stop, also der plötzliche Stopp. Auch sehr viele Seiten. Ich glaube, wir haben auch nicht wirklich alle gefunden beim letzten Mal. Kann das sein? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht alle gefunden haben aus dem letzten Level, aber naja, was soll man machen? Lesen wir uns das doch mal durch. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Meine Güte, welche Theatralik hier. Ah, die Stimme, die kommt mir sehr bekannt vor. Ach Mensch, das ist wirklich eine sehr bekannte Stimme, glaube ich. Mir fällt aber leider der Name nicht ein, aber ich bin auch sowieso nicht so der Typ, der sich Namen merken kann, mal ganz abgesehen. Okay, lesen wir gleich mal die zweite Seite. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hat es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Pein erdulden. Mein Blut färbte den Schnee rot. Ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist sie. Ich bin zu Hause. Oh Gott, das scheinen ja weniger die ersten beiden Seiten als vielmehr die letzten beiden Seiten des Romans zu sein. Und ich kann mich zumindest erinnern, wo ich diese Stimme das letzte Mal gehört habe. Ich glaube, es war in Diablo 3, wenn ich jetzt nicht total falsch liege. Auf jeden Fall eine sehr markante Stimme, die mir auch sehr gut gefällt. Aber bevor ich jetzt hier weiter noch über Stimmen diskutiere, möchte ich dann doch einfach einmal die Kaffeemaschine anschmeißen. So nach 5 Minuten einfach mal diese schwierige Aufgabe gelöst. Kaffee läuft! Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Ja, jetzt sollen wir zu Alice gehen. Aber ich schaue mir mal ganz kurz an, ob denn die Entwickler auch wirklich sich die Mühe gemacht haben und hier jetzt Kaffee durchlaufen lassen? Nee, scheinbar nicht. Ist also eine sehr gemächliche Kaffeemaschine. Es soll ja auch schließlich ein guter Geschmack sein und wie wir alle wissen... Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ach ja? Zumindest warst du letzte Nacht dieser Meinung. Hey, hey, hey. Zweideutige Andeutungen deutlich gedeutet. Okay, also schauen wir uns das mal an hier. Ja, was ich noch sagen wollte. Gut Ding will Weile haben. So, damit war auch dieser Abschnitt jetzt erledigt. Und weiter geht's mit den Manuskriptseiten. Die sehen super aus. Oh klar, bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Alan? Alan! Ach, verdammt. Mal den Sicherungskasten. Ich bin hier. Schon dabei, Schatz. Beeil dich. Ich bin hier, Süße. Ich bin okay. Mach nur das Licht wieder an. Jetzt, bitte. Ja, komm schon, Schatz. Ich mach das, ja? Ich weiß ja, du fürchtest dich im Dunkeln. Das war also schon immer so. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay.
Hi. So, komm alles schon. Okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge, wir holen die Kerzen raus.